Und jetzt bin ich Nee. normal. Ja. Perfekt. Blendend. Moment, nein. Blendend. Mann. Okay, wir sind jetzt gerade im Nintendo eShop gewesen und neue Software wurde hinzugefügt. Einmal Pussy. Schleichwerbung. Was? Ich mach doch keine Schleichwerbung für Animal Crossing! Ach nee, wie kommst du da Oder drauf? für Hyrule Warriors Legends! Oder für, nein, dafür mache ich keine. Was ist das hier nochmal? Puzzle and Dragon, okay. Nein, wir machen Schleichwerbung, nein, direkte Schon haben wir Werbung drei für. Zuschauer. Okay. Oh, wir haben drei Zuschauer, wer sind denn die drei? Okay, nee, weiter, weiter. Ich bin ganz gespannt. Nein, was ich sagen wollte. Und zwar, ja, wir machen ganz direkte Werbung für Shantae and the Pirate's Curse. Denn das ist das, was ich Da, jetzt da, spiele. da, da. So ähnlich. Kam das überhaupt bei dir an? Die Musik? Nee, nee. Ich Oh, habe ja keine schade. Musik. Okay. Mist. Ich Was? bin hier ein Taub. Ja. Ah, pausierte Software beenden. Ja, das ist richtig. Günther. So, und das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel und deswegen will ich das jetzt spielen, weil das ist cool. Und es gab das, gibt das momentan, jetzt für alle, die gerade im Stream zugucken, es gibt das gerade sogar für den 3DS relativ günstig, wenn man denn nicht so viel ausgeben will, und zwar über das Humble Bundle. Wisst ihr, was Humble Bundle? Moment, ich muss mal mein Fenster zumachen, hier kommen sie alle vorbeigerast. Und das hört man. Ja, immer schön diese Abbrechung bzw. Störung. So, schon viel besser. Kannst du mal was sagen? Vielleicht muss ich das Spiel gerade noch ein bisschen leiser stellen, aber das kann ich gerade noch nicht so. Okay, ja, ich rede gerade. Nö, das ist okay dann. Okay. Gut. So, ja, schönes Spiel. Humble Bundle gibt's jetzt momentan. Friends of Nintendo für alle in Europa erhältlich. Und ja. Falls Ja. ihr das so haben wollt, auch dann. Legt's euch zu, wenn ihr ein 3DS oder eine Wii U habt, kann man auf beiden spielen. Ich nehme die 3DS-Version, weil die hat einen zweiten Bildschirm. Yay. Da kann ich wieder meine super mega geile. Und dieses Spiel ist wirklich ab 6. Dieses Spiel ist ab 6. Mag man gar nicht Okay. glauben, das Spiel enthält nämlich sowas, das nennt man Fanservice. Moment, Schiebepad Pro Kalibrierung? Was? Oh, guck mal die Lilan im Hintergrund. Ach du Schick. Egal. Was? Was für eine Egal, Hintergrund? egal, 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 egal. Wen? Das Oh. egal, weiter. Also die, wen denn? Die Lila da hinten. Die Links. unten, ach nee, rechts, links, ach so, du meinst die. Ja. Die, Moment, ich versuch mal hier, Ja, genau die. die da auch oben in dem Bild drin ist. Okay. Ja, das ist Risky Boots, so viel weiß ich schon. Okay. Ja. Und du wirst schon erfahren, worum es da alles geht. Keine Sorge. Außer, dass meine Stimme heute gerade total am Arsch ist. Ho, 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 ho. Die Magie, die mich umschließt, ist schwach geworden. Ich denke mal, das war Risky, die das sagt. Nun ist es an der Zeit, den Fluch zu aktivieren. Hört mich, ergebene Diener! Eine neue Quelle des Bösen wurde gefunden. Man müsste irgendwie alles, was groß geschrieben ist, in eine andere Sprache machen. Ergreift für euren Master Besitz, was Land einnehmen kann. Har, 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 har! Wow. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Oh, die kannst du jetzt mal sprechen. Und du kannst auch das Wort so lesen, wie es da steht, weil das macht man ja so halt. Keuch. Ja, genau, Keuch. Ich hatte schon wieder diesen Traum. Yeah. Haha. In der Tat. Nein, ich glaube, wir sollten solche Wörter, die Handlungen verdeutlichen, nicht unbedingt so lesen, wie sie da Ja, stehen. okay. Das klingt Du komisch. müsstest den Titel des Streams mal ändern. Ja. Dankeschön. Kann ich das gerade? Moment, ich mach das mal.
Moment. Danke, Mint. Dankeschön. Oder ja, Moment. So, also Titel ist geändert. Ich weiß nur nicht, ob sich das jetzt auch... Ja, wir müssen wahrscheinlich die Seite neu laden. Ja, ladet mal die Seite neu und dann hoffentlich klappt das. Wenn nicht... Dann nicht. Dann hab ich jetzt Pech. Pech, Pech. Ganz doll Pech. Wenn das mittendrin sich ändert, das wäre natürlich schön. Kannst du mir sagen, ob es sich mittendrin ändert? Nee, es ändert sich gerade gar nichts. Warte, ich starte mal ganz kurz die Seite neu. Ich kann auch gerne den Stream noch ja, mal. Jetzt, ja, wir müssen die Seite neu laden. Okay, neue Seite laden und dann steht da auch das Richtige. Yay, es funktioniert. Okay, Ja, okay. Wir waren bei... Yeah. Es ist jede Nacht derselbe. Derselbe was? Oh, das wird ein tolles Spiel, wenn das so weitergeht. Ich meine, seit ich ein Mensch geworden bin. Nein, ich weiß nicht, ich lese weiter. Was zur Hölle? Scuttletown wird angegriffen. Ich bin zwar kein Genie mehr, aber es ist immer noch meine Pflicht, diese Stadt vor dem Bösen zu beschützen. Okay, dann schützen wir die Stadt doch mal vor dem Bösen. Hallo, Carmen. Sky! Oh, das ist schöne Musik. Schade, dass du es gerade nicht hören kannst. Außer, du... Ah, nee, das ist blöd. Nee, nee, mach nicht. Bodo! Schon Marco! Schon wieder ein Piratenüberfall? Alles klar. Ja, ich wollte das gerade lauter stellen, aber das klappt so nicht. Oh, ich finde die Musik in dem Spiel schön. Kannst du immer noch nicht fassen, dass das ab 6 ist. Ja, das ist Doppel-D. Egal, weiter. wie soll ich hier reden? Stimme! Es ist der Aromaron! Wer verwandelt Scuttletown in ein Kriegsgebiet? Hier! Eine Autotrank. Ein Autotrank. Wie soll das ausschauen? Ein Autotrank. Ein Autotrank, nur zur Sicherheit. Damit kann man die HP von Autos wiederherstellen. Genau. Der Autotrank, natürlich. Stellt 20 KP bei einem Auto wieder her und yeah. Ja. Und besteht aus Öl. Du erhältst Autotrank. Die kannst du reden. Es ist Zeit, Training auf die... Was? Achso. Es ist Zeit, dein Training auf die Probe zu stellen. Du bist jetzt ein Mensch und musst wie einer kämpfen. Oh Gott, fange ich jetzt auch schon mit Dominika an hier. Hier, berühre diesen Pikenball auf dem Touchscreen doppelt, um ihn zu aktivieren. Ich werde Sky schnell einholen. Die neuen Zuschauer werden einfach gar nicht checken, wieso du so redest. Ich denke mal, es werden wohl haufenweise Leute da oder nur Leute zuschauen, ja. Die auch Layton kennen. Ja, oder Layton vs. Ace Attorney oder sowas. Bruno hat oder recht, ich kann es ohne meine Magie schaffen. Genau. In der du Tat. Kannst es tun. Oh, Shantae. Just catch him now. Boom! Tschu! Alter, die explodieren! Wieso explodieren die? Ab 6. Das werde ich nie vergessen. Boom! Du schlägst einfach mit den Haaren. Ja, ist cool, oder? Sie benutzt ihre Haare, um damit gegen... Ey, müsste explodieren! Pass auf! Ah! Was? Ah! Entschuldigung, das ist mir gerade so irgendwie nicht aufgefallen. Ich habe leiser gestellt. Tschu! Da! Übrigens, das ist nicht der erste Teil von Shantae.
sondern schon, weiß ich nicht, eigentlich das zweite oder dritte Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das das gleiche wie auf dem DS? Oh Gott. Da müsste jetzt jemand kommen, der sich tatsächlich auskennt. Aber auf jeden Fall, es gab als erstes einen Teil auf dem Game Boy Advance. Ja! Der sieht aus wie ein Toad. Bloß in Fett. Und menschlich. Hurra! Es ist Scuttletowns Schutz, Jenny! Was? Die Prinzessin ist im anderen Schloss, tut mir leid. Ja, genau. Er ist hier, um uns zu retten! Soll ich ihn wirklich wie ein Toad sprechen? Alter, scheiße, was? Oder nee. Lieber, oder lieber so! Ja, lieber so! Okay. Es wird Erzbürger... Bürgermeister Toad! Bürgermeister Toad! Ich kann nicht alleine gegen die ganzen ammonischen Armee kämpfen! Tu etwas! Aber du siehst doch, dass ich nicht kann! In einem Moment der Schwäche habe ich die Stadt... Was? Kann sein. Ja. In einem Moment der Schwäche habe ich die Stadt an den Ammo-Baron verkauft. Oder Ammo-Baron. Was auch immer. Und dann das Geld für billige, fade Schokolade ausgegeben und alles aufgegessen. Boah. Was? Was? Dann musste ich Wasser dreckig machen und als ich zurückkam, war er schon dabei... einzurücken. Oh mein Gott! Jemand fragt mich, warum ich das auf dem DS spiele. Weil ich es kann. Er kann es halt. Und ja, außerdem, an denjenigen, der gefragt hat, das Spiel gibt's, weil ich das gerade erst für den 3DS erstanden habe. Und es leider da nicht für ein PC im Angebot war. Yay. Jemand? Entschuldigung, ich meine natürlich Herr Hamster. Ja, Tabu. Ihm gehört die Stadt, also kann ich ihn nicht fortschicken. Buhuhu. Er ist also kein Toad, er ist ein Buhuhu. Oh oh. Ah, vergiss es. Magie oder nicht, ich bin... ready to go. Oh. Cooler Spruch. Ah, ready to go wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Drei Stunden später. Sie ist eine Ratte zum Mitnehmen. Red to go. Oh. Okay, hier kann ich nichts weghauen, aber den kann ich. Und der explodiert natürlich. Ich muss erstmal auf das Gebäude links. Ja, genau. Ja, auf das da. Ja, ja, na, das wusste ich. Das wusste ich. Das ja, ja, in der Tat. In der Tat, ja. Ah! Gemeinheit. Wupp! Wupp! Ich muss sagen, der Game Boy Color Teil, den es da noch gab, der war irgendwie schwerer. Bis zu dieser Stelle im ersten Level schon. Da waren echt fiese Sachen dabei. Da bin ich schon im ersten Screen mal drauf gegangen. Wow. Und das heißt was bei einem Spiel. Ab 6. Richtig. Ein Spiel ab 6. Naja, nee, das Spiel hier ist ja ab 6. Wie war das denn mit dem Game Boy Color Teil? Das war bestimmt auch ab 6. Piu. Und alles aber war das... größer. Ja. Was? Alles war größer? Egal. Höhere Auflösung oder niedrigere Auflösung oder was? Ja, natürlich. Oder was meinst du? Ich kapiere es gerade nicht. Tut mir leid. Ist schon okay. Hey, der ist ja im Hintergrund. So, oh, schön. Oh, nicht schön. Nee! Das ist gemein. Durchsprinten. Hui. Na, wenn das mal so einfach weh. WTF. Wahrscheinlich musst du beim zweiten einfach weiterlaufen. Ja. Ja. Boah, ist das fies, ey. Ist das fies. Aber gut, das Spiel wird jetzt genauso böse wie der Game Boy Color Teil.
Oh. Und hab. So. Respekt. Klappt doch.